Das Jahr nähert sich dem Ende und deswegen ist es Zeit, mal einen Rückblick zu wagen. Herzlich willkommen bei Hanke's Five. Mein Name ist Ulrich Wehanke und ich bin der Herausgeber des Börseninformationsdienstes www.börsianer.info. Ja, ich möchte also mit Ihnen heute mir die Tops und die Flops des Jahres 2017 anschauen oder der vergangenen 12 Monate. Und dafür habe ich mir eine kleine Tabelle gebastelt, sowas wie die Kicker-Tabelle. Hier sehen wir jetzt die 5 Flops, angefangen von ProSieben, Sat.1 Media, Fresenius, Merck, Telekom und BMW. Im Einzelnen, ja, ProSieben Sat.1 hat vor allen Dingen Probleme mit den TV-Werbeeinnahmen, die wegbrechen. Ein dauerhaftes Problem, hat in den vergangenen 12 Monaten minus 15% an Wert verloren. Das hört sich gar nicht so viel an, aber der DAX hat zur gleichen Zeit gut 22% zugelegt. Eine Aktie, die ich auch im nächsten Jahr, um die ich im nächsten Jahr auch einen Bogen machen würde. Fresenius minus 9%, hier auch problematisch bei einem steigenden Markt. Merck minus 5%, auch ein Titel, den ich mir nicht unbedingt fürs nächste Jahr erstmal anschauen werde. Dann haben wir die Deutsche Telekom immerhin plus 1%, aber trotzdem noch unter den Flop 5. Ja, ein Titel, den es sich vielleicht gilt, im nächsten Jahr anzuschauen, denn oft sind ja die Verliereraktien des einen Jahr die Gewinneraktien des nächsten, zumindest wenn man der Dividendenstrategie und den Docs of the Dow von Michael O'Higgins folgt. Ja, und auf Platz 5 der Verlierer ist BMW mit einem Gewinn von immerhin 4%. BMW ist für mich so eine klassische Haltenposition, so einer von den drei Automobilkonzernen, die ich hinten anordne. Also Daimler ist mir lieber, VW ist mir lieber und BMW ist eben nur Nummer 3 und deswegen ja auch, das zeigt sich ja auch hier eben so in der Tabelle. Jetzt nehme ich mal hier die Verlierer heraus. Und da sehen wir jetzt, das sind die Gewinner. Der größte fehlt noch hier, die Lufthansa. Gucken, ob ich das hier so reinkriege. Ihr seht, das Ganze ist ja noch provisorisch, es kann noch ausgebaut werden. Ja, die 5 sind die Gewinner des Jahres 2017 oder der vergangenen 12 Monate. Da haben wir die deutsche Lufthansa mit 135% Gewinnzuwachs. Habe ich zum empfohlen, ziemlich genau vor einem Jahr in meiner Börsenpublikation. Seitdem hat sich die Aktie eben mehr als verdoppelt. Ein Wahnsinnswert und immer noch günstig. Also auch eine starke Marktmacht in Deutschland. Das Geschäft läuft gut, die Zahlen sehen gut aus. Also durchaus ein Titel, der weiterhin interessant ist. Etwas skeptischer bei der Commerzbank bin ich dort mit 85% Gewinnzuwachs. Genauso wie bei den beiden Energieversorgern RWE und E.ON 67 und 62%. Auch hier bin ich etwas skeptischer für die Zukunft. Muss man genau hinschauen, auch wie die Dividendenzahlung sich entwickeln wird in Zukunft. Ja, und dann haben wir noch als fünften der Top 5 Infineon. Infineon hat ein Kursumsatzverhältnis von 4,0. Das ist auch für einen Halbleiterproduzenten, für einen Tech-Wert relativ hoch. Auch hier also eben Vorsicht geboten. Ja, und wenn Sie mich fragen, wo sind eigentlich meine Favoriten? Meine Favoriten sind weniger hier unter den Top 5 zu finden oder auch unter den Flop 5 des vergangenen, also diesen Jahres, der vergangenen 12 Monate, sondern eher im Mittelfeld. Das ist eine Deutsche Post, das ist ein BASF, das ist eine Daimler, die alle mehr oder weniger etwas besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten haben oder auch leicht schlechter, aber eben nicht solche Spitzenwerte wie die Deutsche Lufthansa. Aber auch die ist durchaus interessant. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Ulrich W. Hanke.